Ich grüße Sie aus Magdeburg. Wir wollen auch noch über diesen Impfstoff von AstraZeneca sprechen. Schon vor diesem Impfstopp hatten ja viele Menschen Zweifel, hatten Bedenken an dem Vakzin. Glauben Sie, wenn dieser Impfstoff jetzt wieder zugelassen wird von der EMA, man wird ihn trotzdem unter die Leute bringen können oder werden die Skeptiker noch mal bestärkt? Ja, Fakt ist, dass durch diese Entscheidung die Unsicherheit bei den Menschen gewachsen ist. Also wer dann einen Impfstoff stoppt, der schafft ja kein Vertrauen. Und ich werbe dafür, dass Politiker, Prominente, wenn denn die Wissenschaft sagt, dieser Impfstoff ist mehr nützlich, als dass er an der einen oder anderen Stelle schadet, dass wir eben auch für die Verimpfung werben. Ich finde allerdings, dass Politiker da sehr zurückhaltend sein sollten. Nicht wir sind die Fachleute. Ich finde, dass da falsch agiert worden ist. Wir waren immer gegen nationale Zulassung, zu Recht, aber haben national gestoppt. Das kann niemand irgendwem erklären. Und das jetzige Chaos ist schon in der Verantwortung der Bundesregierung. Morgen soll es ja einen Impfgipfel geben, der wurde verschoben. Eigentlich hätte er Mittwoch stattfinden sollen, wegen dieses Impfstoppes, aber jetzt erst morgen. Was erwarten Sie von diesem Impfgipfel? Gibt es da überhaupt irgendwas zu erwarten? Na, ich fand es grundsätzlich falsch, diesen Gipfel zu verschieben. Es muss ja vor allen Dingen darum gehen, dass eben Hausärzte, die ja da viel geeigneter als andere sind, auch impfen können. Das ist ein Punkt. Wir brauchen jetzt endlich Klarheit auf mittelfristige Zeiträume. Und da muss der Impfgipfel Ergebnisse, konkret nachvollziehbare Ergebnisse für die Landkreise, für die Städte bringen. Was passiert wann und wie wollen wir vorankommen? Das derzeitige Durcheinander muss endlich ein Ende haben. Wir müssen Vertrauen bei den Menschen zurückgewinnen. Nur dann können wir die Pandemie wirklich entschlossen gemeinsam bekämpfen. Sie sprechen sich ja auch für eine zügige Zulassung des russischen Impfstoffes Sputnik V aus. Warum kommt die EU denn da nicht in die Gänge? Warum macht man nicht mehr Tempo bei den Verhandlungen, bei den Zulassungsverfahren? Man hat so das Gefühl, ja, wir lassen uns da einfach mal ein bisschen Zeit. Also ehrlich gesagt plädiere ich nicht für schnellere, sondern dass es genau so behandelt wird wie alle anderen. Es darf jedoch keine ideologischen Vorbehalte geben. Es geht um die Gesundheit der Menschen, es geht um die Rettung von Menschenleben. Und da ist es relativ egal, in welchem Land dann ein Impfstoff entwickelt worden ist. Deswegen Gleichbehandlung für alle Impfstoffe. Und wenn denn die EMA auch Sputnik 5 zulässt, dann werbe ich dafür, dass wir hier auch in Deutschland zügig Angebote, gegebenenfalls auch Produktionsstätten entwickeln, damit wir vorankommen. Denn das Impfen ist nun mal für die, die das wollen, der entscheidende Punkt, dass wir die Pandemie bekämpfen können. Haben Sie denn das Gefühl, dass es da ideologische Vorbehalte gibt? Ja, zumindest höre ich das hier und da. Ich will das gar nicht bewerten. Ich möchte nur werben dafür. Wir alle sollten dafür werben, dass Vertrauen in Impfstoffe, in die Strategie der Impfungen in Deutschland, in die Strategie der anderen Maßnahmen zurückgewonnen wird. Denn das derzeitige Chaos führt zu großen Verunsicherungen. Viele Menschen können einfach nicht mehr. Und wenn dann ausgerechnet die Politik und dazu auch noch Fachleute für Verunsicherung sorgen, dann ist das der falsche Weg. Vertrauen war das wichtigste Gut bisher in der Pandemie und leider ist dieses jetzt tief erschüttert worden. Also mehrere Milliarden Euro, für die am Ende der Steuerzahler aufkommen muss. Ziemlich viel Geld, ziemlich viel negative Schlagzeilen um den Gesundheitsminister Jens Spahn. Wie bewerten Sie denn seinen bisherigen Job in dieser Krise? Ich finde es einen absoluten moralischen Tiefpunkt, wenn jetzt immer mehr Fälle, dass sie auch Abgeordnete, sei es nur aus dem Bundestag oder aus dem Landtag in Bayern, in der Regel von der Union an der Pandemie bereichert haben. Das ist unmoralisch und ist ein Tiefpunkt. In dieser Situation sollte das wirklich unmöglich sein. Ich habe mir das ehrlich gesagt auch nicht vorstellen können. Und ich finde auch, dass der Bundesgesundheitsminister hier eine Verantwortung hat. Es kann doch nicht sein, dass viele sich in dieser Pandemie, wo ganz viele Menschen Sorgen haben, andere sich eine goldene Nase verdienen. Das geht so nicht. Und hier muss wirklich schnellstmöglich aufgeklärt werden, das derzeitige Management in der Bundesregierung. Und ich finde es im Übrigen auch falsch, wenn da nur auf Jens Spahn gezeigt wird. Die Verantwortung insgesamt liegt bei der Bundeskanzlerin. Und das derzeitige Niveau der Arbeit des Kabinetts hält wirklich überhaupt nicht stand mit der Disziplin vieler Bürger.
Bürgerinnen und Bürgern. Das, was die derzeit leisten, das ist wirklich unterhalb des Schnitts. Und ich sage ganz klar, hier muss es Veränderungen geben, entweder jetzt oder die sollen schlicht aufhören. Also fordern Sie auch Rücktritte? Wissen Sie, wenn es so wäre, dass ein Rücktritt irgendetwas lösen könnte, dann wäre ich sofort für einen Rücktritt. Aber ich will das jetzt nicht mit Wahlkampfgetöse vermischen. Ich finde es ehrlich gesagt auch verwerflich, wenn denn eine Taskforce mit Andi Scheuer eingerichtet wird. Ich meine, der Mann müsste lange weg sein, der kriegt jetzt noch eine Zusatzverantwortung. Ehrlich gesagt, das, was derzeit dort läuft, ist unverantwortlich aus meiner Sicht. Und das, was an Bereicherung passiert ist, und das ist ja nicht nur Nüsslein und Sauter, Millionen, die dort eingesteckt worden sind, das kann man niemandem erklären. Und ich sage, hier hat die Union wirklich auch eine Quittung verdient. Ich wünsche mir das im Übrigen schon im Herbst. Bleiben wir jetzt mal bei der derzeitigen Corona-Lage. Am Montag ist der nächste Bund-Länder-Gipfel. Und die Corona-Zahlen hier in Deutschland, die steigen wieder. Lockerungen könnten also sehr gefährlich werden. Andererseits steigt auch im Land die Unzufriedenheit, das Vertrauen. Sie haben es schon angesprochen, den Menschen geht einfach das Geld aus, denen gehen die Nerven aus. Was soll man also machen? Wie findet man die goldene Mitte, um irgendwie die Balance zu halten? Ja, wissen Sie, das derzeitige Verfahren ist zumindest problematisch. Wir haben jetzt immer in Abständen die Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Dann wird etwas verkündet und danach halten sich auch viele Ministerpräsidenten nicht an das, was beschlossen worden ist. Dadurch entsteht ein Chaos. Es ist nicht mehr nachvollziehbar. Ich sehe das in meinem Heimatland Mecklenburg-Vorpommern, wo aufgrund niedriger Inzidenzen, zum Beispiel in Rostock, die Geschäfte auf sind, die Menschen normal einkaufen gehen und an anderen Stellen, da ist alles zugemacht. Ich möchte, dass die Kriterien noch größere Klarheit haben und dass sich dann wirklich daran gehalten wird. Es ist doch ein Unding, wenn der Ministerpräsident aus Brandenburg auf einmal sagt, für mich ist 200 die entscheidende Zahl. Wonach geht es hier? Das ist blanke Willkür und das darf nicht sein. Ich möchte gerne, dass Fachleute transparent Vorschläge unterbreiten, dass in den Parlamenten, auch im Deutschen Bundestag, debattiert wird und dass es dann Entscheidungen gibt. Die derzeitige Situation, intransparent, jeder macht sich ein Stück weit wichtig, die ist so nicht mehr durchzuhalten, weil der Frust in der Bevölkerung immer größer wird und wir als Politik, alle Parteien, haben da eine Verantwortung, der aktuell insbesondere die Regierenden nicht gerecht werden. Das sind deutliche Worte von Dietmar Bartsch. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.